Das Aufeinandertreffen der WTG Heggenkoi 2 und der TSG Backnang 2 versprach schon im Vorfeld viel Spannung. Unglücklicherweise konnte die TSG am Samstag nicht in Bestbesetzung nach Renning anreisen. Zunächst zeichnete sich ein spannender Wettkampf auf Augenhöhe ab. Nachdem die WTG 2 nach Boden und Pferd die Nase vorne hatte, kämpfte sich Backnang an den Ring wieder heran. Zur Pause stand es 19-17 Scorepunkte für die WTG. Urs Böckeler aus Backnang zeigte einen schweren Zuckerhara-Sprung und erhielt dank seiner perfekten Ausführung 13,05 Zähler und 5 Scorepunkte. Auch Luis Weiß wusste in seinem Sprungduell zu überzeugen und holte 4 Scorepunkte. An den beiden verbleibenden Geräten Barn und Reck baute die Heimmannschaft ihren Vorsprung weiter aus und konnte dabei von den sauberen Vorträgen von Simon Eitel und Lars Herbstritt profitieren. Der neuerliche Sieg hält die Gemeinschaftsriege weiterhin auf Platz 1. Wir waren sehr stabil heute. Wir haben trotz einiger Stützen, die heute auch passiert sind, doch am Ende klar gewonnen. Das war gegen eine geschwächte Backnanger Mannschaft, aber wir sind mit unserem Ergebnis zufrieden. Deutlich ausgeglichener ging es im parallel stattfindenden Bezirksliga-Vergleich zwischen der WTG 3 und der WKG Bohnlanden-Silming zu. Sehenswert war der Vortrag von Georg Ludwig am Sprung. Für seinen Überschlag mit anschließendem Salto erhielt er die Tageshöchstwertung von 11,4 Punkten. Den Bahn sicherte sich die WKG Bohnlanden-Silming mit 0,55 Punkten Vorsprung. Personell geschwächt ging die WTG am Boden und dem Pauschenpferd nur mit 4 Mann ans Gerät. Im Normalfall sind 5 Turner und eine daraus resultierende Streichwertung erlaubt. Die Entscheidung sollte nun an den Ring fallen. Mit sagenhaften 12,65 Punkten kürte sich Dieter Liedtke zum besten Sechskämpfer und führte seine Mannschaft zum ersten Saisonerfolg. Derzeit rangiert die WTG 3 auf Tabellenplatz 2 in der Bezirksliga Mitte.